Fantasie. Ich wäre so gern ein glücklicher, bunter Fisch, der im Pazifik schwimmt. Ein kleiner, froher Wasserplanscher, der alles als Freude nimmt. Ich wäre so gern ein großer, grüner Baum, der mit den Ästen schwingt. Ein Teil des erzgebirgischen Waldes, der Ruhe und Erholung bringt. Ich wäre so gern ein mächtiger, starker Löwe, der König des Dschungels ist. Die Tiere, die ihm nicht gehorchen, sind die Tiere, die er frisst. Doch ich bin ein Mensch, nicht weniger und nicht mehr. Ein Mädchen mit Herz und Seele. Darum fallen mir Fantasiereisen nicht schwer, in denen ich nie ein Ziel verfehle. Hilfe! Die Kannenpflanze kommt. Als ich in den Wald gehe, komme ich zu einem Händler, der mir ein Paket gibt. Er sagt, öffne es erst zu Hause. Okay, gebe ich zur Antwort. Ich laufe nach Hause, dort öffne ich es und erschrecke. Im Paket ist ein goldener Zauberring. Der ist ja wunderschön, staune ich. Doch plötzlich verwandelt mich der Zauberring in eine große Kannenpflanze. Ich bin kurz ohnmächtig. Doch als ich wieder aufwache, bin ich auf einmal eine 10 Meter große Kannenpflanze mit 2 Meter großen und 45 Zentimeter breiten Kannen als Fallen. Ich kann mich nicht erinnern, was passiert ist. Doch dann merke ich,
dass der Zauberring mich verwandelt hat. Ich bin in einem uralten Dschungel, gewachsen auf einen bemoosten, knorrigen Baum. Hier ist es so schön warm. Ach, das freut mich. Doch da kommt ein starker Mann, um den Baum abzusägen. Dieser möchte gerade beginnen, sieht mich, lässt die Kettensäge fallen und rennt schreiend davon. Thomas, also der starke Mann, rennt zu Tom, einen Karnivoren-Experten, und fragt, warum wächst im Dschungel eine Kannenpflanze? Er soll ja eigentlich frei davon sein. Wir hatten doch alle abgesägt. Scheinbar haben wir eine übersehen, antwortet Tom und fügt noch hinzu. Wo befindet sie sich denn? Komm einfach mit, sagte Thomas. Und beide rennen in den Dschungel. Jetzt brauchen wir nur noch dem Wegweiser Moosweg zu folgen. Aber pass auf, wir müssen uns leise verhalten, dass sie uns nicht bemerkt, meint Thomas. Sie schleichen hinter einen Busch, der in der Nähe steht. Tom ist außer sich, denn ich verschlinge gerade einen Wanderer. Das sagt Tom auf einmal zu Thomas, so dass ich es höre. Wir müssen den Wanderweg sperren, einen Bescheid sagen und mit ein paar kräftigen, wehrhaften Männern, die mit Kettensägen bewaffnet sind, die Kannenpflanze absägen. Anschließend rennen sie so schnell es geht erstmal zu sich nach Hause. Es dämmert langsam und ich habe Hunger. Da sehe ich den Schein einer Laterne. Es ist die Wandergruppe, die sich nun langsam auflöst. Dabei bemerken sie mich nicht und als ich den ersten Menschen verschlungen habe, rennen alle so schnell sie können zu sich nach Hause. Lecker! Da fliegt eine Fledermaus vorbei. Ich schaue an den Himmel. Es ist Nacht geworden. Alles ist still. Ich schaue noch ein bisschen den Fledermäusen zu, wie sie fliegen. Sie fliegen hin und her. Ich werde so müde, dass ich nach einer Weile einschlafe. Als ich wieder aufwache, bemerke ich erneut eine Wandergruppe. Mein Hunger ist so groß, dass ich einen nach dem anderen in mich hineinstopfe, bis keiner von ihnen mehr zu sehen ist. Auf einmal passiert etwas sehr Komisches. Ich wachse aus der Erde hinaus und laufe auf meinen kräftigen Wurzeln durch den geheimnisvollen Dschungel. Nun ist keiner mehr sicher vor mir. Brüll ich los. Ich stapfe den Moosweg entlang und biege nach der Sumpfgrube rechts ab, um in die Stadt zu gelangen. Dort leben viele Menschen, die ich gerne verspeisen will. In der Stadt angekommen, rennen die Leute quiekend vor mir davon. Plötzlich steigt mir der Duft von all den Menschen in die Nase und mein Appetit wird immer unerträglicher. Da ich nicht länger warten kann, fange ich jeden, der mir über den Weg läuft, mit meinen 8 Tentakeln ein und stecke ihn sofort in meine riesigen Kannen. Das Kreischen auf den Straßen wird immer lauter, weil alle sehen, dass sich keiner, der einmal gefangen ist, aus meinen Fallen befreien kann. Da kommt auf einmal eine Gruppe starker Männer auf mich zu. Alle haben eine Kettensäge in der Hand. Da sehe ich Tom und Thomas und kann mir denken, dass sie mich zersägen wollen. Also überrenne ich sie einfach, laufe weiter in eine Menschenmenge und stopfe einen nach dem anderen hinein. Jetzt haben wir wirklich alle große Angst vor mir. Da kommt mir plötzlich ein Auto entgegen. Zum Glück bremst es und wendet. Da bekomme ich Bauchschmerzen. Ich habe großen Durst. So schnell es geht, renne ich weiter auf der Suche nach etwas zu trinken. In einem Hof entdecke ich großes Wasserfass und stecke meine Wurzeln hinein. Da kommen die Männer plötzlich um die Ecke und machen die Kettensägen an. Ich erschrecke so sehr, dass ich an ihnen vorbei in den Dschungel renne. Zuerst renne ich den Weg entlang, dann biege ich links auf dem Moosweg ab und gehe zu dem Baum, wo ich vorher gewachsen bin. Ich stecke meine Wurzeln in die weiche Moorerde, schaufle diese darüber und wachse ganz schnell den Baum wieder hinauf und stelle meine Kannenfallen so auf, dass man sie nicht mehr sieht. Aber die Männer,
sind mir gefolgt. »Da ist sie ja«, rufen sie. »Wie habt ihr mich nur gefunden? Schnell weg hier, schnell«, schreie ich vor Angst. Ach, die Männer sind schneller. Alle halten meine Tentakel fest und Thomas sägt mich ab. Plötzlich bin ich wieder ein Mensch geworden und sitze zu Hause in unserem schönen erzgebirgischen Wald. Oh, zum Glück. Ich wundere mich sehr darüber, warum bin ich auf einmal wieder ein Mensch? Ich war doch eine große Tannenpflanze. Es lag an dem Ring. Der muss schnell zu dem Händler. Nicht, dass er mich nochmal verwandelt. Ich laufe zu dem Händler und gebe ihm den Ring zurück. Erleichtert gehe ich nach Hause und erzähle meinen Eltern, was ich erlebt habe. In meinem Leben ist wieder alles in Ordnung. Und darüber bin ich sehr froh. Geister des Waldes. Ich fand dich an einer Eiche. Dein Körper lag schlaff und reglos vor mir, übersät mit Wunden und Blut. Aber deine Augen,
In meinem ganzen Leben sah ich nie ein solches Funkeln. Du sahst voller Bewunderung zum dichten Geäst über uns. In deinen glasigen Augen spiegelte sich das Spiel aus Licht und Schatten wieder. Du warst so tief versunken. Du sahst mich erst, als ich dir schon die Sicht versperrte. Aus deiner Kehle drang nur ein Röcheln. Ich vermutete, du wärst geschockt. Eine natürliche Reaktion, wenn man einen nackten Mann mit geschwungenen Hörnern trifft, der von der Hüfte abwärts eine Ziege ist. Doch dem war nicht so. Weg! Kam es schließlich über deine Lippen. Ich trat beiseite und sofort hattest du nur Augen für die Bäume. Kein Wort zu mir? Fragte ich gespielt, gekränkt. Kein O? Was bist du? Satan? Gar nichts? Ich bekam nur dein schweres Atmen zu hören und ich will nicht lügen. Ein Satyr war gerade dein geringstes Problem. In deinem Bauch klaffte ein großes, blutüberströmtes Loch, aber es handelte sich nicht um eine gewöhnliche Wunde. Keine deiner Verletzungen war gewöhnlich. Aus deiner Mitte wuchs ein prächtiger Farn, größer und grüner als alle anderen. Aus deinen vernarbten Armen sprossen weiße Immenblätter, violette Alpenveilchen und gelbe Schlüsselblumen. Dort, wo dein Blut den Waldboden traf, schossen braune Steinpilze und gelbe Pfefferlinge aus dem Erdreich und deine Beine überdeckte schon vollständig dunkelgrünes Moos. Was hast du dir nur angetan, fragte ich mich. Viel wichtiger noch, warum? Oh, was bist du? Satan? Überrascht sah ich dich an. Du lächeltest, dein Blick endlich auf mich gerichtet. Mir stellte sich mein Fell auf. Es war einfach nur falsch, jemanden in einer solchen Situation lächeln zu sehen. Aber was solltest du noch groß tun? Dein Kopf war das Einzige, was sich noch bewegen ließ. Den Rest holte sich langsam der Wald. Doch enttäuschen wollte ich dich nicht, also schlug ich mit der Faust gegen die Brust und verkündete stolz, ich bin Pan, Gott der Wälder und Hirten, aller Flora und Fauna und wurde von Christen wegen meiner Ähnlichkeit zu ihrem Satan verteufelt. Du lachtest, wenn man dieses atemlose Geräusch noch Lachen nennen konnte. Also nicht Satan. Nein, ich glaube, ich war sogar eher da. Ich setzte mich auf eine Baumwurzel neben dich. Sollte ich deine Situation ansprechen? Sollte ich fragen, was geschehen ist? Ich musste nicht. Du nahmst es mir ab. Sieht es schlimm aus? Was? Ich stellte mich bewusst dumm. Vielleicht brachte ich doch noch so einmal ihn zum Lachen. Ich sehe nichts Schlimmes an dir. Jung, gesund und munter, was will man denn mehr? Du lachtest tatsächlich noch einmal. Ich stimmte mit dir ein. Retten konnte ich dich zwar nicht mehr. Die Geister des Waldes hatten entschieden, dich zu holen. Aber ich konnte dir deine letzten sterblichen Momente wenigstens noch verschönen. Du weißt, was ich meine. Ja, ja, das weiß ich. Das Moos bedeckte nun schon deine Arme, von den Blumen durchbrochen. Es arbeitete sich von all deinen Gliedmassen vor. Ich kannte sein Ziel, dein Herz. Wie ist das geschehen? Du röcheltest wieder, ein dünnes Blutrinnsal verlief von deinen Mundwinkeln zum Kinn. Eine kleine Marone wuchs dort. Ich weiß nicht, ich wollte nicht mehr. Und der Wald ist so schön. Dein Blick wanderte wieder zum Kronendach über uns.
Tränen entkamen deinen Augen und tropften zum Boden, wo grüner Bärlauch weiß zu blühen begann. Es folgte eine Stille zwischen uns. Dennoch war es nicht still. Man hörte dein Keuchen, aber auch Vogelgezwitscher, Insektensummen und den Wind in den Baumkronen. Was wird aus mir? Jedes Wort kam nur mit großer Mühe über deine Lippen. Leb ich oder sterb ich? Ich zuckte mit den Schultern. Der Farn in deiner Mitte wuchs größer mit jedem beschwerlichen Atemzug. Der Wald holt dich. Du sahst mich nur verwirrt an. Dir fehlte vermutlich langsam die Kraft zu reden. Ich lächelte sanft und begann zu erklären: Ihr Menschen saht in den Bäumen um euch ein Symbol für Ewigkeit und Unsterblichkeit. Ihr bewundertet ihre Langlebigkeit und betet sie an für Glück und Gesundheit. Aber euer Glaube an Heiligkeit und Geister des Waldes starb, auch wenn eure emotionale Bindung blieb. Daher verschwand auch ich eines Tages aus meinem Pantheon. Ohne Glaube kein Gott. Aber ihr hattet recht über die Geister hier. Sie leben und schützen, was ich und auch andere einst erschufen. Sie brauchen keinen Glauben, denn sie leben von ewigem Bestehen der Natur allein. Aber manchmal, da brauchen sie Nachschub. Also holen sie sich jene, die den Wald besonders lieben. Ich blickte dir fest in die Augen. Jene wie dich? Du bliebst lange still, sammeltest vermutlich Kraft, um mich schließlich zu fragen: Heißt das, ich lebe als Geist weiter? Entspricht nicht deinen Vorstellungen, was? Ich will nicht mehr sterben. Das Moos breitete sich über deine Wangen aus. Dein Haar war bereits Kamille, Kornblume und Eisenhut gewichen. Der Farn wuchs zumindest nicht mehr. Ist es nicht ein bisschen spät für einen Rückzieher? Dein Blick sprach Bände. Er zeugte von Entschlossenheit, Willen, Mut und genügend Starrköpfigkeit, um den Tod selbst zum Verzweifeln zu bringen. Ich will beim Wald bleiben. Ich will diese Schönheit weiterhin genießen können. Ich grinste von Ohr zu Ohr. Also mit der Einstellung, dann wird's klappen. Und wie werde ich? Du hustetest Blut. Es wuchsen Champignons. Ich zum Geist. Da atmetest du nicht mehr wirklich. Es handelte sich nur noch um ein schweres Keuchen. Du bist schon dabei, einer zu werden. Deine begrünten Lippen formten ein stummes Oh. Ich lachte in mich hinein. Lehn dich zurück. Ich legte mich neben dich ins dichte Grün, schließ die Augen. Ich schloss meine und lausche der Stimme des Waldes. Sie wird dir sagen, wie weiter. Vogelgezwitscher, Insektensummen, Wind in den Blättern, dein versiegender Herzschlag. Pan? Danke, dass du da warst. Ich öffnete die Augen und neben mir lagst du nicht mehr. Es war nur noch eine Erhebung im Boden mit keinerlei Ähnlichkeit zu dir.
Aber die Eiche, oh, wie konnte ich nur die Eiche vergessen? Sie wirkte nun stärker, stämmiger, grüner und gesünder als je zuvor. Und der Wind zwischen ihren Ästen klang genau wie deine Stimme. Ohne Glaube kein Gott. Ich lächelte, als auch mein Körper verschwand. Ich existierte nur für und nur durch dich. Mein Blick betrachtete das Spiel aus Licht und Schatten, das das Geäst auf uns warf. Also, gern geschehen. Der Jahreskreis. Es Frühjahr ist Kummer, das ist in der Pracht. Der Schnee gleckle mit der Zille um die Wette lacht. Sachter wird's wärmer, der Sommer stellt sich ein, geht's naus ins Freibad, mir huppen klein ein. Auf der Wiesen, da duftet's noch hei. Kann das Lamm ebber noch schöner sei? Der Äst vom Äppelbaum, die biegen sich schiro, der Last kaum zu drohen. Der Herbst ist nur da. Der Blätter sei bunt und tanzen im Wind.
Ich hole schnell meinen Drachen auf die Henu geschwind. Über Falder und Walder zieht der Nabel nu hier. Kalt wird's itze draußen, vor allem in der Früh. Nu aber kimmt bei uns wohl de schönste Zeit, macht sich doch alles für Weihnachten bereit. Der Winter ist komme, mit Schnee und mit Eis. So schließt er sich wieder, der Jahreskreis. Kirchturm blegen sie, du